Was? Ihr habt sich... Wann habt ihr das gemacht? Der Stuhl umdreht, wenn du drückst hier, weil es ist... Ja. Krass, ich dachte, ey, ich wollte schon sagen... Sit down, Nico. Guck und lernen. That was cute. Süß. We have to have a move like a samurai. Samurai. Das ist nicht Samurai, sondern Samurai. Samurai. I like it. Wow. Oh, wow. Kataklos. 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 Ist nicht so, dass da nichts geht. Ab jetzt nur noch Kataklos. Das liebe ich. Kataklos it is. Okay. Solange du nicht Kataklos sagst. Danke. Hey, Nico. Fakt, ich bin auch Fan von Nico. Thank you. Muss nicht in sein Team sein. Kann einfach so Fan sein. Also, weißt du, man kann alles haben. Van Morrison ist für mich halt so ein ganz großer Songwriter halt. Und ich stand in einem Raum, mein Vater stand da, ein Freund von meinem Vater stand da und Van Morrison stand da. Und ein Freund von meinem Vater sagt halt, ey, dein Sohn ist Musiker, will er Van Morrison kennenlernen? Und ich habe gesagt, nein. Weil ich liebe seine Musik und das größte Angst, die ich hatte, war tatsächlich, dass er nicht so der Person ist hinter dieser Musik, die ich liebe. Weil hätte ich ihm vielleicht mit im Gespräch, der hat gesagt, ey, hau ab. Und dann war der Musik für mich tot. Und ich gebe dir das als Weisheit. Ich werde nicht sagen, nee, es kann sein, ey, das Ding ist, er sagt sehr oft das falsche Ding. Sag ich dir ernst, ja. Es kann sein, du bist in sein Team und denkst halt, fuck, der Musik ist für mich gestorben. Ja, never meet your idols. Da muss ich Ray total recht geben. Danke, Marc. Danke, Marc. Ray, also, wir waren alle schon mal da. Ja, Ray ist ein alter Hase im Geschäft, der kennt sich gut. Also, hör auf seine Worte, wirklich schlau gesagt von dir, Ray. Richtig gut. Danke, Marc. Nee, ich bin fertig. Wir sind zu zweit, dass ich kennt. Wow. Das ist über Never Meet Your Idols. Ich hab meinen Idol auch getroffen und jetzt sowas. Nico. Ich weiß noch genau, als ich FIFA damals gespielt habe und so. Der ja, Mann, kam. FIFA 98. Genau. Der kam, okay, bei mir war es 2004, aber ja. 98 hat er noch die Controller so genuckelt, weißt du? Oh shit, ja. Ja, also, du hast einfach dein Ding gemacht und... Awesome. Du hast jetzt gehört... Fuck. Ich hätte es safe geholt, auf jeden Fall. Wie heißt du eigentlich? Wo kommst du her? Hi, ich bin Lorena, 27 und ich lebe in Hamburg. Du hast uns gehabt, dann nicht gehabt, dann wieder gehabt. Es war eine lange Beziehung mit vielen Hochs und Tiefen. Ja. Und dann als Marc ging, habe ich gesagt, ah, fuck das. Also das dürfte nicht sein, dass Marc jetzt sie hat. Also Marc ist nicht gut genug für dich. Wir sind hier für dich. Wir helfen dich. Wir sind hier für dich. Sorry, sorry. Danke. Dein Auftritt war tatsächlich, wie die beiden hier, Lollek und Bollek, da hätten schon gesagt haben, es hatte Höhen und Tiefen. Ne? Am Anfang bei den Strophen dachte ich, ah, zu wackelig, zu unsicher. Dann kam aber der Chorus. Und auf einmal dachte ich, das Studio explodiert. Yeah. Und Team Marc, oder gehst du zu Winnetou und Old Shatterhand? Ach. Sag noch einen, noch einen. Ein war gleich. Der letzte. Weiß ich nicht. Gehst du da hinten zu Thomas Anders und Dieter Bohlen? Du kommst mit, Entschuldigung. Also, du kannst, du kommst mit alles außer den Scheiß, okay? Ist okay. Kannst du aussuchen, wer du bist. Also, das ist Linie hier. Also, ich bin ein Modern Talking Fan. Come on, what is. You're my heart. Ja, aber. You're my soul. Außerdem hast du doch gestern Cherry Lady gesungen. Was? Ich geh mit euch. Ja! Team Rock, ey, es ist einfach Team Rock, Corona-Umarmung. Ich kann gar nicht. Okay. Danke euch. Vielen Dank. Well done, see you later. Yeah! Das ist so wie der Joker, siehst du aus. Mein Vater hat gesagt, genieß den Moment. Ja, aber der Moment dauert nicht eine Viertelstunde.
Bei dir vielleicht nicht, aber mir sogar viel länger. Boom! Ich erlebe. Das ist so krass, das ist jetzt einfach, ich kann es kurz noch nicht aufhören. Das geht gleich wieder. Geht gleich wieder. Irgendwie Taschentuch. Haben wir Taschentuch für Steff? Ist so ein Moment, den können wir ein Taschentuch für Steff? Ich hol jetzt. Es ist ein Moment. Hol lieber ein Handtuch. Wer hätte, ganz ehrlich. But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. He's an all the right job. I see those magazines working on Photoshop. We know that shit ain't real. Come you got beauty, beauty. Just raise it up, cause every inch of you is. Und sie war mal Stammgast da. Richtig. Und hat dann irgendwann selber da gearbeitet. Gut erklärt. Kimberly, ich freue mich. Hey. War die jemals irgendwie so. Nein, 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 nein. Ja, die Geschichte. Nein, nein. Du heißt Kimberly, ne? Kim. Erzähl uns doch mehr über Nico damals als Animateur. Hast du denn zum Beispiel Fotos dabei oder so? Jetzt gerade nicht. Aber es gibt noch einige schreckliche Bilder. Es gibt noch schöne Showfotos von damals. Ja, super. Ich habe keine davon. Ach, gut. Ich meine, die kriegen bestimmt, also ich meine, die wollen. Nee, lieber nicht. Kim, ich muss ganz ehrlich, ich bin jetzt... I don't know what the fuck just happened.